So Leute, willkommen zu Let's Go Evoli. Ihr fragt euch vielleicht, warum ist das hier Part 1? Wir hatten doch schon mal Part 1. Das liegt daran, dass ich das Ganze jetzt mit meiner Freundin mache. Hallo. Ja. Die anderen beiden Parts lasse ich trotzdem da, falls ihr meine ersten Eindrücke noch sehen wollt. Aber wir machen das jetzt zusammen als vollständiges Let's Play. Presented by Game Freak. Hallo. Du darfst mehr sagen als Hallo. Ich weiß nicht, was ich in der Aufnahme davor gesagt Ja, Evoli. habe. Seht ihr das jetzt auch? Ja, das kommt jetzt bei uns beiden hier aus allen Bildschirmen, die wir hier stehen haben. Und das sagt so ein bisschen Evol. So, Deutsch, die Sprache können wir nicht mehr ändern. Egal, was wir für eine Sprache nehmen, wir müssen damit leben. Guten Morgen. Daddy Eich! Nein, Professor Eich. Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Zum Beispiel Dragosso hier. Ja, hast du völlig richtig gesagt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind es Begleiter im Alltag, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Was mich betrifft, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon und schreibe Texte so schnell, dass die keiner lesen kann. Da war ein hässliches Palmon. Kokowai. Kokowai. Und nein, das ist ein ganz normales Kanto-Pokobei. Aber jetzt erzähl mir erstmal etwas über dich und verklick dich nicht, die Aufnahme ist schon die zweite. Nimm eine helle Haut. Warum? Bist du Rassist? Nein, wir haben aber helle Haut. Wir haben keine helle Haut. Zusammen sind wir schwarz. Nein, erzähl nicht sowas. Also, ich für meinen Teil habe sehr helle Haut. Warum? Der sieht nicht aus wie einer von Er uns. hat so schöne Augen. Die haben alle die gleichen Augen. Nein, der hat orange, der hat blau und der hat dieselben Augen, aber der ist Standard. Können wir den nehmen? Bitte. Dann die. Warum Warum? hat die helle Augen drauf? Weiß ich nicht. Also ich wäre dafür, wir nehmen den Standardcharakter. Oder den mit Weiß. Okay, dann nehmen wir Albino. Ja. Verrätst du auch noch deinen Namen? Ja, warte. Ich aufschreiben. Ja, mit dem Pfeil da unten, der groß sagt. Ah, das dauert jetzt ein bisschen. Nein, wir nennen ihn nicht Albino. Wie bin ich? Nein. Warum? Gib ihm bitte den richtigen Namen. Wir wollen das vielleicht auch mit Go verknüpfen. Wie sollen wir ihn nennen? Wie ist unser Chipname? Ja, wir sollten irgendwas was wir zusammen nehmen. Agathes Wolf oder so. Wolfpie-LP, naja, wenn du ihn so nennen willst, dann nenn ihn halt so. Ja. Alles klar, der Name ist also Wolfpie-LP. Man kann bestimmt noch alles ändern. I
Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Haha, klar kennst du ihn. Er ist der Ersatz für meinen Enkel. Den habe ich in die Wüste geschickt, weil er zu gemein war. Ich rede, glaube ich, direkt ins Mikrofon. Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an die besten Freunde und die größten Rivalen, aber er ist nicht mehr böse, das darf er nicht mehr. Das wenn mögen Leute heute nicht mehr. Wenn er sagt so, wenn ich ihn sehe, und wir kennen uns schon seit Jahren. Wie heißt er noch gleich? Ist mein Enkel, aber weißt du, der Alzheimer. So, wie nennen wir ihn? Ich habe meine Rivalen ja immer Zero genannt, wie nennen wir den jetzt? Mein größter Rival. Das wäre zu verwirrend, wenn du den jetzt Wolf bei der Fee nennst. Das wird zu verwirrend. Kannst du den irgendwie anders nennen? Und vielleicht irgendwas Kurzes, das muss ich bestimmt oft lesen innerhalb dieses Let's Plays. Aber du darfst all die Frauenrollen lesen. Nee. Doch. Fusseln. Es ist ein Mann. Oh ja, stimmt. Ich hab keine Rivalen gesehen. Dann nenn ihn auch Zero. Mit Z. Von mir aus kannst du ihn auch Sora nennen, wenn dir das lieber ist. Mein größter Rival, mein Erzfeind. Pupupupu. Er heißt also Sora. Yeah. Schade, dann dich hinter Boeing. Natürlich, das ist Sora. Wie konnte ich das vergessen? Alzheimer, verdammt. Er hat genau derselben Blick. Ah! Jumpscare! Es ist Zeit, Wolf bei der P. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go! I see what you did there. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nicht ans Mikro fassen, bitte. Egal, das muss jetzt für die Aufnahme dranbleiben. Ich fand's sehr schön. Der Medbaron hat dazu gesagt, das ist ein Drogentrip. Da guckt man auch immer seine Hände an. Weiß ich nicht, das ist eine Futurama-Anlehnung. Aber jetzt kann ich an der Stelle ein bisschen was sagen, was mir beim ersten Mal entgangen ist. Beziehungsweise was ich beim ersten Mal einfach nicht erwähnt habe. Zum Beispiel das Plakat da oben links. Seht ihr das? Das ist der Kampf aus Rot und Blau. Und gleichzeitig der erste Kampf, den man in... Kannst du vielleicht nicht durchklicken, dass ich das vorlesen kann? Das war ein E-Mail von Sora. Hi. Hier noch schnell das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Neige den Control-Stick, wenn du rennen willst. Mit dem X-Knopf kannst du das Spielmenü öffnen und kannst dort dein Spiel speichern. Wir sehen uns morgen, ja? Dein Sora. Es ist meine. Und ja, wie gesagt, das ist der erste Kampf, den man auch im Anime sieht. Wie viele Pokémon es wohl auf der Welt gibt? Von Jahr zu Jahr mehr. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. Warum steht der Fernseher mitten im Raum? Warum nicht? Manche mögen das. Es ist ein bisschen unpraktisch, weil man davor keine Sitze oder Kissen hat. Eine super plüschige Evoli-Puppe. Ja, super plüschig. Hey, ich bin's! Geh weg! Ein Brecher! Bist du schon auf den Beinen, Wolf bei der LP? Ich komm hoch! Bleib unten! Ich bin nackt! Ja, was wäre denn, wenn wir nicht angezogen wären, ne? Der kommt einfach ins Zimmer gestürmt, was hallo? Wenn er schwarz wäre? Du meckerst rum, dass ich den letzten Charakter schwarz gemacht habe. Weil ich möchte, dass der so ein bisschen wie wir wird. Der soll auch noch eine lange Haarfrisur kriegen. Wir? Sind wir blond? Ich sagte, ich hoffe drauf, dass er noch so wird. Morgen, Wolf bei RP. Hallo. Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Bist noch gar nicht ganz wach, was? Oh, der so komische Augen. Hat er halt. Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Heiraten wir? Nein.
Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Wir beide eins. Hört sich an wie Heirat. Nein, jeder sein eigenes. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Yeah. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ah, Sekunde. Hast du meine Mail von gestern gesehen? Nein. Wenn nicht, dann lese ich dir lieber schnell noch durch. Da stehen die wichtigsten Sachen drin. Wie man rennt und... dass der A-Knopf zum Reden ist. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte einfach beim bei Professor Eichs Labor. Willst du, dass da wieder so ein rothaariger Typ ist, der mich durch die Gegend schubst, nur weil ich ihn angucke? Ja, ich möchte auch blau zurück, also bitte. Blau war cool. Mama! Ich sehe nur aus meiner Mutter. Ja. Das ist wie im Real Life. Mama! Ja, du musst lesen. Ja, sag mal, hast du nicht, nicht einen Termin bei Professor Eich? Sora wollte doch mit dir Was? Sora wollte doch mit dir eure Pokémon abholen gehen. Ich krieg nie wieder mit einer Frau, ich sag's dir. Doch, wir reden mit vielen Leuten. Nein. Doch. Ich rede nicht mit dir. Nein. Wir wollen alle Informationen hier einfangen. Bei mir, ich habe wirklich mit den meisten geredet. Mit ihr weiß ich nicht, ob ich geredet habe, aber wir können auch noch zu Sora ins Haus gehen. Vor allen Dingen, nee. Sora hat kein eigenes Zimmer, aber es gibt ein Dachgeschoss. Ich glaube, die haben den einfach auf dem Dachboden eingesperrt. So wie möchten den. Warum redest du nicht mit ihr? Ich will nur lesen. Mach. Ach Mann. Das gehört dazu. Hallo Wolf Pipe. Mein lieber, mein kleiner Bruder war gerade auf dem Weg zu dir. Habt ihr euch etwa verpasst? Dabei meinte Sora doch, dass ihr zusammen zu Professor Eich Labor gehen wollt. Ja, von ihr hat man ja früher die Karte gekriegt. Ist ja eigentlich die Schwester von Blau. Gar nicht. Ja, ich sag ja, die haben den oben eingesperrt. Der springt so. Der muss Außenfassade hochklettern. Hallo. Ah, diese Musik. Das ist einfach schön. Ich hätte gern hier. Einfach mal alle Pokémon klauen, ne? Ja. Diese merkwürdige Maschine. In dieser merkwürdigen Maschine werden Pokébälle aufbewahrt. Das habe ich auch gesehen. Hey, Wolf-HRP, Professor Eich ist anscheinend gar nicht da. Meinst du, die Pokémon, die wir von ihm bekommen, stecken in den Pokébällen da? Oh Mann, ich kann's kaum abwarten. Kaum erwarten. Oh, da passiert jetzt noch was. Das ist ein Pokéball, darin befindet sich ein Pokémon. Zeig mir! Wolltest du nie mal lesen? Ich lese denselben Text nicht nochmal. Wer sitzt auf einem Stuhl und hilft Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen? Du nicht. Du sitzt nur auf einem Stuhl. Natürlich, ich natürlich. Weil ich sein Lieblingsassistent bin. Guckt die Frau so über ihre Schulter so. Du weißt nicht, was wir heimlich machen. Oh Mann. Man sieht das in ihm vielleicht nicht sofort an, aber Professor Eich genießt höchstes Ansehen als Pokémon-Forscher. Ich kann nicht lesen, ich bin weitsichtig. Unter den Pokémon-Trainern gibt es einige, die ihn regelrecht verehren. Dein Haar ist im Weg. Tut mir leid, meine Haare sind da, wo sie... Genau. Genau. Ich beim Lesen. Ja. Weiter. Tschüss. Ich glaube, bei mir hatte ich tatsächlich einen anderen... den mit schwarzen Haaren genommen. Aber es... weil die Kappe sah, glaube ich, anders aus. Aber kann sein, dass es auch nur Einbildung ist. Wo soll ich hin? Ja, nach Norden. Okay.
Standard Rot und Blau raus in die Welt. Und da möchte ich nochmal dran erinnern, Professor Birk wird von einem Pfiffchen bedroht. Ja, das habe ich auch gesehen. Und Professor Ei steht da und bedankt sich bei drei Taubsis. Vielen Dank, Freunde! Birds of Rains. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut! Bye! Oh, sieh einer an, wenn das mal nicht Wolf Pineapple ist. Ach stimmt ja, ich hatte versprochen, dir und Sora euer erstes Pokémon zu geben. Du weißt schon, Alzheimer und so. Dann lasst uns doch gleich zum Labor gehen. Hm? Na sowas! Hallo. Hilfe! Ein wildes Evoli erscheint. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Evoli herumtreibt. Du solltest diese Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Mit was denn? Mit meinem Beutel? Mit bloßen Händen! Ring es nieder! Okay. Du musst nur gut zielen und einen Pokéball auf es werfen. Richte deinen Joy-Con horizontal in Richtung des Pokéballs auf dem Bildschirm aus. Ja, drück A. Halte den Joy-Con ausgerichtet und drücke den A-Knopf, um Zielen auszuwählen. Erst zielen. Schwinge den Joy-Con, um einen Pokéball zu werfen. Achte immer darauf, achte immer auf deine Umgebung, wenn du die Joy-Con schwingst. Bitte nicht mich hauen. Das wär für mich schon mal ganz wichtig. Gut. Klasse, Evoli wurde gefangen. Ich will das aber nicht, kann ich es wegschicken? Nein, das Evoli behalten wir. Ich möchte ein Vulpix. Ja, das gibt's nicht. Gibt nur Let's Go Evoli. Ein hervorragender Wurf, kaum zu glauben, dass das dein allererster Fang war. Der war aber noch gut. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du dem Evoli sogar einen Spitznamen geben. Das ist daneben gekommen. Hä? Tschüss! Leute, das ist aber ein lebendiges Kerlchen. Das ist wie Vegetto aus Dragon Ball, als er in Bonbon verwandelt wurde von Boo. Und das wird auch der Spitzname, das sage ich euch. Hey, warte doch, komm zurück! Ja, da waren vorher nur zwei. Oh. Professor, können Sie mir erklären, warum wir auf einmal drei Pokémon-Bälle liegen? Ich könnte es schwören. Da waren eben nur zwei. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Evoli von Wolf bei EP. Das Wolf bei EP eben gefangen hat. Was, echt? Du hast ganz alleine ein Pokémon gefangen, Wolf bei EP? Boah, habt ihr das gesehen? Oh, dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Ändern wir das mal eben. Junge! Nur Ritalin, nichts Schlimmes. Los, Wolf Pineapple, heb den Pokéball auf und halt ihn diesmal ganz fest in der Hand. Knack. Hyperaktives Pokémon, bisschen Ritalin, dann geht das. Ich fürchte nein. Ich weiß es nicht. Kann ich's aufgeben? Doch, kannst du, mit A. Das ist doch A. Der rechte Knopf. Ja? Ja, sollte. Damit solltest du ihn erst aufheben können.
Du hast Evoli als dein erstes Pokémon erhalten. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber dich hat es offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Den Spitznamen möchte ich bitte aussuchen. Warum? Was? Okay. Ist ja nicht so, als hättest du schon das Play mit deinem Spitznamen. Ja, aber das war nur ein Part. Ne, zwei Parts. Ja. Ist auch nur ein Part. Ja, aber das machen wir ja hoffentlich fertig. Einfach bloß aufgrund dem Verhalten von dem Evoli. Jetzt kannst du weitermachen. Was? Was denn? Nee, mach doch weiter. Wo sind jetzt... Nein. Scherzen. Nee. Mach bitte weiter. Warum? Jetzt kein Zoff bitte im Video. Einfach bloß weitermachen. Ich nehme das Pokémon hier. Sora erhält Pikachu von Professor Eich. Was im anderen? Kriegt niemand. Oh, einen Moment, eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eurer Reise mitnehmt. Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuern begegnet. Es ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Wolf Pepe und Sora. Diese beiden Exemplare schenke ich euch. Du hältst Pokédex von Professor Eich. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt, jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch schon auf den Weg. Das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf unseren Reisen so vielen Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich mache mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht hetzen. Bis später. Was machst du? Ach, die Melodie ist so schön. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Das habe ich gefangen. Moment, was sagst du? Du hast das ganz allein gefangen? Nehme ich her. Ja. Da bin ich sprachlos. Und wie heißt das kleine? Nein, so heißt es nicht. Dann benenn's halt um. Hui! Das ist ganz schön lebhaft. In beiden werdeten euch. Jetzt fang nochmal vorne an, bitte. Ihr beiden werdet euch jetzt in ein Abenteuer stürzen, habe ich recht. Was passiert, wenn du mich lesen lässt? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. College.
Deshalb habe ich da, das hier für dich aufbewahrt. Wir haben eine Karte bekommen. Yeah, danke Mama. Yay. Yeah. Du verstehst, das ist in der Maidenbeutel. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, dann musst du einfach nur einen Blick drauf auf die Karte in den Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Pass auf euch auf. Mama, mach mal das. Was? Mich wegschicken, einfach so. Tschüss. Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden. Mit 10 Jahren einfach so ein Kind rausschicken. Und wer kann mit 10 Jahren eine Karte lesen? Ganz ehrlich, ich konnte es nicht. Google Maps? Das ist kein Google Maps, das ist eine stinknormale Karte. Ja, du hast Pokébälle. Hopsi! Oh. Ja, ein wildes Taubsi erscheint. Hast drüber geworfen. Großartig. Klasse, Taubsi wurde gefangen. Jetzt hast du ein Taubsi. Und einen Eintrag in... Einen Eintrag im Pokédex. Den ich offenbar nicht lesen darf. Ich darf nicht umbenennen. Warum darf ich hier in dem Spiel nichts umbenennen? Du darfst was umbenennen. Drück mal X. Ja. Oh, ich kann springen. Hui. Du beschwerst dich, dass du nichts umbenennen darfst. Jetzt drück X. Da sind keine Buchstaben auf dem Knopf. So, und jetzt in dein Team. So, wie soll's denn heißen? Warum nennst du den Vogel jetzt auch Vegetto? Ich nenne jetzt alles hier Vegetto, ist mir scheißegal. Warum? Du bringst mich dazu. Warum? Nicht immer aggressiv reagieren, Fusseln. Drück mich nicht. Da kommst du nicht weiter. Oh. Hallo? Du musst mit Evoli reden. Einfach A drücken. Ah! Ich will dich nicht. Komm, für den Pokédex. Wie beim Völkerball, es darf nicht vorher den Boden berühren. Ja. Pokémon fangen, genau. Es knabbert mit seinen 2 Nagezähnen alles und jeden an. Stößt man auf eines, findet man sicherlich 40 weitere in der Gegend. Ja, die Rattenplage von Kanto. Vergib doch anständig Namen. Vergib du doch anständig Namen. Mach ich. Ich hab den Namen vergeben, weil es sich so verhalten hat. Vegetto hat unter einer Pflanze etwas gefunden. Du hältst eine Himbeere. Und wenn du es umbenennen willst, dann benenn's doch um. Nee. Dann beschwer dich nicht. Du bist... Du bist die Einzige, die sich beschwert. Du beschwerst dich, dass ich mich beschwere. Joy! Boah!
Es tut mir leid, aber unsere Maschinen werden gerade gewartet. Komm doch bitte später wieder vorbei. Im früheren Pokémon konnte man auch, wenn man gesunde Pokémon hat, heilen. Ja, aber die Maschine wird gerade gewartet. Die ist in Reparatur. Und ich möchte sagen, dieses Spiel sieht sehr schön aus. Was, wenn mich Ho-Oh angreift? Wir sind in Kanto. Ho-Oh greift dich in Kanto nicht an. Das weißt du nicht, der kann fliegen. Hallo? Okay. Hallo? Vegetto betrachtet überglücklich die Blumen, die sich im Wind wiegen. Das ist schön. Das ist Vegetto. Jesse und James, Team Rocket! Prepare for travel, make it travel. Wah, wah, wah. Du bist hier durch, ich hab Pech gehabt. Dieser Weg ist gesperrt. Wir haben hier gerade eine Wache und nehmen unsere Arbeit sehr ernst. Maut. Warum redet er nicht? Macht er nicht. Hat so eine Cover. Was willst du von mir, Knips? Ist das nicht eigentlich ein Kerl? In einem Pokémon, in einer Serie hat er sich verkleidet wie eine Frau. Da hat er Titten. Ja, der verkleidet sich öfter mal. Was willst du von mir, Knips? Mach, dass du wegkommst, und zwar Dalli. So redet er nicht. Du musst so schwul reden. Nein. Und was heißt... Das wäre sexistisch. Aber dafür nicht den schwarzen Charakter nehmen, ne? Okay, von Route 1 auf Route 22? Ja. Die kannst du... Hier ist Route 22 und da laufen Pokémon rum. Fünf Pokebälle. In einem Pokeball. Los! Keinen Pokeball werfen jetzt. Mein Handy vibriert. Das tut es. Interessant, wenn du so früh dahin gehst, kommt noch nicht mal der Kampf. Wieso? Ja, normal ist hier doch der Kampf gegen den Rivalen. Oh nicht. Oh nein, ich will nie wieder zurück. I did a mistake. Kannst runterspringen. Zu der Bahnhof, komm nach Hause. Das ist die Pokémon-Liga. Oh, erstmal mit meinem Evoli gegen die Top 4 kämpfen. Ja, so weit kommst du nicht. Die Wachen lassen dich ja erst durch, wenn du die entsprechenden Orden hast. Warum kann ich mit Evoli nicht tragen? Gertrud, starte ich an. Möchtest du es ansprechen? Hallo. Vegetto hat freudig geantwortet. Kann ich nicht irgendwie tragen? Nein, tragen kannst du es nicht. Das läuft hinter dir her. Ich glaube, ich weiß, dass ich es tragen kann. Aber jetzt noch nicht. Du hast ja so viel noch nicht gemacht. Du hast noch nicht mal das Paket für Professor Eich vom Laden geholt. Da läuft der Nidoran weiblich. Und blau ist? Ja, da oben. Ich krieg dich. Warum bist du stehen geblieben? Keine Ahnung, ich hab gepanikt. Wirf den Masterball. Ist nur ein Habitat, ganz ruhig. Es ist super harmlos. Es ist ein ganz harmloses, liebes Pokémon. Naja, lieb nicht, aber es ist harmlos. Die Habitats sind sehr aggressiv. Ja, hast du gesehen? Hast du mich angegriffen? Ich hab nichts gemacht. Level 6 für Vegetto. Was erlernt Ruckzuckieb? Ja. Welches? Ja. Evoli. Für Habitat wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. In... Ich vergesse immer, dass du das steht. Warte, komm. Ich gehe zurück extra für dich, weil ich dich so sehr lieb hab, mein Schokoprinz. Mich auch. Achso, der Pokédex.
Mit allen Pokémon, die wir bisher gefangen haben. Drei. Ja, stopp. Hast du auch nicht gelesen? Ja. In großen Höhen fällt ihm das Fliegen schwer, allerdings kann es pfeilschnell umherflitzen, wenn es um den Schutz seines Habitats geht. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Ich will gleich! Nidoran weiblich. Ein wildes Nidoran weiblich erscheint. Ich finde das Nidoran männlich, sieht aus wie mein Pokémon. Hm. Was welches meinst du? Ja. Du meinst Dino. Ich hab's nie so gemeint. Einfach fabelhaft. Klasse, Nidoran weiblich wurde gefangen. Yeah. Level ups. Taubsi hat Windstoß gelernt. Nidoran weiblich, Eintrag im Pokédex. Es hat ein sanftes Gemüt und meidet den Kampf, doch da aus seinem kleinen Horn Gift austritt, ist trotzdem Vorsicht zu bieten. Vorsicht geboten. Du musst jetzt nicht alles Vegetto nennen. Muss ich hin hier? Nein, das ist die Trainerschule. Du musst zum Shop. Aber vom Shop steht jemand. Ja, dann rede mit ihm. Aber ich bin soziophobik. Ich kann nicht mal gescheit an der Kasse stehen. Ach hallo, du kommst aus Alabastia, oder? Nein. Dann kennst du doch sicher auch Professor Eich. Das ist zu rassistisch zu sagen. Du kommst daher, da kennst du den doch bestimmt. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen, aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du sie für mich zum Professor bringen? Wir haben nicht mal geantwortet. Ja, es sind wie die Postbote bei uns. Sie drücken auch immer dem Ersten, den sie finden, aus dem Haus, das Paket in die Hand und für alle. Alle Pakete kriegen die in die Hand gedrückt. Ich habe was gelesen, ich habe schon weggedrückt. Willst du zurück zu Professor Eichs Labor? Hightech! Teleport! Ich denke mal, kein Shirt an. Warum? Okay. Hallo Wolf-Firepill! Na, wie verstehst du dich mit Evoli? So, aber teleportiert sich. Das geht dann nur zwischenzeitlich in den Pokéball. Nanu! Wie geht jetzt? Ich habe gelesen, das Starter kann sich nicht entwickeln. Ich trag's jetzt! Ja. Danke, na, erstaunlich, aber ihr beiden seid ihr jetzt schon geradezu unzertrennlich. Ich würde auch gerne auf deinem Kopf klettern, aber. Ich bin nie. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Nein, dieses Evoli ist aber anhänglich. Oh, du hast etwas für mich? Kleine Überraschung. Was wurde denn jetzt begegnen? Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, sie extra vorbeizubringen. Ihr habt mich teleportiert. Professor, mein Pikachu hat eine Attacke So redet er überhaupt nicht. Oder doch? Wow, wie cool ist denn das, Wolf-Firepill? Ist Evoli etwa einfach so an dir hochgeklettert? Das mache ich morgen auch. Auf dir. Sora, du kommst gerade richtig. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Du hast eine Himbeere von Professor Eich erhalten. Ich hab schon eine. Jetzt hast du zwei. Du verstaust sie in der Fangtasche.
Die sehen lecker aus. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Diese Beeren sind für Pokémon gedacht. Bitte sag das nie wieder. Wirfst du einem Pokémon eine Himbeere zu, bevor du es mit einem Pokéball anvisierst? Freut es sich riesig darüber und lässt sich daher auch leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich. Ich hätte die Beere beinahe selber gemampft. Ich will nicht wissen, was danach mit ihm passiert wäre. Er hätte sich leichter fangen lassen. Ob ihr, ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besonders sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Also welches ich mache? Pokémon fangen! Augenblick! Das Trainerdasein besteht nicht nur aus dem Fangen von Pokémon. Trainer tragen ein untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeig dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir! Kann ich jetzt fangen? Nein. Los, hier nehmen wir. So, Pokémon-Trainer Sora fordert dich heraus. Das ist nur halb auf meinem Level. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, es liegt an der Capture Card. Einfach Evoli direkt auf Pikachu schmeißen, Kampf gewonnen. Er wirft den Mops. Genau. Los, ruckzucki, weil es cool aussieht. Sieht aus wie bei Dragon Ball. Ja, wir so. Es ist ja auch ein Charakter aus Dragon Ball. Mach es fertig. Einfach Pikachu besiegt. 31 Erfahrungspunkte. Und Level 7. Der EP-Teiler ist übrigens auch gleich integriert. Das heißt, der Rest kriegt auch gleich. Wie? Was? Ich habe verloren? Jetzt hast du ihm auch noch sein Pausengeld geklaut. Ja. Oh Mann, ich hätte den Mund bloß nicht so voll genommen. Wie peinlich. Er macht dich fertig. Ich hätte meinen Pokémon vor seinem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das bald mal wiederholen. Ich vermisse wirklich Blau, der dann gesagt hat, hier, beim nächsten Mal kommst du mir nicht so leicht davon, ich hau dich weg. Ne, ich glaube, der ist Standard-Rivale. Na, wie war dein erster Kampf? Das haben sie gesehen, Professor Eich. Sie stehen nicht mal 2 Meter weg. Dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Ach, jetzt wissen sie es plötzlich. Genug für den Part, glaube ich. Okay. Oh, Wolfpaar EP. Achso, Moment, das musst du lesen. Nö. Doch, doch, doch. Nein. Lies. Nein. Lies. Nein. Doch. Nein. Bitte. Hilfe. Lies. Warum? Finale für den Part, lies. Wenn Evolo auf dir sitzt, wirkt die zwei wie richtige Partner. Ich muss jetzt auch auf dir sitzen, ne? Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für dich. Sportliches Set. Danke. Du verstaust es nur. Okay. Wenn du Julio dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf die Reise gehen. Nein! Wollen wir uns das nochmal angucken? Huch! Hallo. Das ist mein Papagei. Nein. Vegetto sieht überglücklich aus. Spiel mit ihm! Nicht so viel. Aber du kannst es jetzt streicheln. Wo ist das Spiel? Das mag es nicht. So fühle ich mich viel besser mit dem Ding. Wenn es nicht so überglücklich ist. Ja, es ist ein bisschen... Nein. Nein.
Es ist ein bisschen hyperaktiv. Das macht komische Geräusche. Okay, ich glaube, das reicht. Das hört sich an wie Sakura Klicker. Es reicht aber. Dieser Part geht einfach nur eine Stunde. Ah! Spielzeitstreckung. Es hat sie gefressen. Okay. Okay, wir kommen hier wieder weg. Ja, so. Einfach nochmal B. Was ist? Das weiß ich nicht. Das kannst du, glaube ich, noch nicht machen. Hihi, na, da wollte ja jemand deine Aufmerksamkeit. Sieh ja. Sieht aus, als würde Evoli sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Wenn du den X-Knopf drückst, dann ja, weiß ich. Du, kannst du mit Vegeta spielen? Ja, okay. Wann immer du willst. Ich. Okay. Das, wollen wir uns das Set noch angucken? Da musst du in den Beutel gehen, nicht dahin. Das habe ich auch am Anfang falsch gemacht. Wir sind so alike. Auf in den Beutel. Und jetzt hast du da unten den Klamottenkoffer. Ein sportliches Shirt wird nun von deinem Partner getragen. Oh. Du kannst es irgendwie drehen. So sportlich. Ja. Du lässt es so an? Ja. Okay. Tschüss. Gut, ja, dann reicht das mal für den ersten Part. Ihr lasst uns in den Kommentaren einen Daumen nach oben und wir sehen uns einfach, wenn es weitergeht, mit Pokémon Let's Go Evoli. Tschüss. Tschüss. Jetzt umständlich den Part beenden. Ja.